Anselm Grün is een van de meest gevraagde geestelijke therapeuten van Duitsland. Een tijdje geleden mocht ik deze bijzondere monnik ontmoeten. En u zag toen al het eerste deel van ons gesprek. Maar ik had hem zoveel te vragen en hij had mij zoveel te vertellen dat ik u ook het tweede deel niet wil onthouden. Anselm Grün, wie lange sind Sie schon Mönch in dieser Abtei? Seit 37 Jahren. Und warum sind Sie Mönch geworden? Gut, die Gründe, warum ich als Jugendlicher eingetreten bin, sind sicher anders als jetzt. Damals war für mich so der Ehrgeiz, ich möchte etwas leisten für die Kirche, ich möchte möglichst nach Japan oder Korea weit weg in die Mission gehen und dort für Gott und für die Kirche arbeiten. Und dann kam ich so mit im Studium in die Krise und da war dann auf einmal nicht mehr wichtig, was ich leiste, sondern ob dieses Leben für mich stimmt. Und jetzt bin ich Mönch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Leben mich lebendig hält, dieser Wechsel von Einsamkeit und Gemeinschaft, von Gebet und Arbeit, dass der mich innerlich wach hält. Also wie fangen Sie den Tag an? Ja, wir stehen ja um 20 vor 5 auf, da läutet es bei uns und dann für mich wichtig, diese Gebärde der offenen Hände zu machen. Wenn ich diese Gebärde mache, habe ich das Gefühl, ich öffne den Himmel über den Menschen. Und das gibt mir das Gefühl, mein Leben ist sinnvoll und wichtig, dass ich heute aufstehe. Wenn ich nur an die Termine denke, dann ist das mir so eine Last, die auf mir liegt. Und Rituale geben mir ein Stück Lust am Leben, geben mir Sinn, dass mein Leben sinnvoll ist und dass ich bewusst lebe, dass ich spüre, dann gehe ich runter in den Kreuzgang, in die Kirche. Ja, ich bin ganz in dem, was ich dann tue. Und für mich ist es wichtig, Rituale öffnen den Himmel über unserem Leben und sie konkretisieren die Gegenwart Gottes. Das ist mitten in meinem Alltag, da erinnern mich Rituale, dass Gott gegenwärtig ist. Wir haben in der Kirche natürlich die Rituale verfälscht und sie sehr leer werden lassen. Und Rituale müssen immer wieder neu reflektiert werden und auch neu gestaltet werden. Manche Rituale sterben ab und neu müssen sich entwickeln. Ich habe neulich meine Nichte getraut mit einem Amerikaner, der religionslos ist. Und da waren 20 Amerikaner zu Besuch, die alle nicht in der Kirche waren. Wir haben ganz einfache Rituale gemacht, die Kerze einfach angezündet und jeder konnte eine Bitte sagen. Und das war für sie ganz wichtig. Sie haben geweint, weil sie gespürt haben, dieses einfache Ritual, da kann ein Gefühl ausgedrückt werden, das sonst nie zum Ausdruck kommt. Und das war für sie wichtig. Rituale verbinden miteinander, schaffen Gemeinschaft, schaffen Beziehung. Und sie sind immer auch ein Schutzraum, dass die Gefühle nicht überborden, sondern dass sie einen klaren Raum haben. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir die kirchlichen Rituale neu reflektieren und so gestalten, dass sie stimmen. Manche sind ja nur noch äußerlich geworden. Brauchen Menschen Rituale? Ja, Menschen brauchen Rituale, einfach um eine innere Ordnung zu haben, einen Rhythmus zu haben. Kinder brauchen Rituale. Für Kinder sind Rituale ganz wichtig, um ihre Angst zu überwinden. Die Angst zu überwinden, ja. Also zum Beispiel das Gute-Nacht-Ritual am Abend. Kinder haben Angst vor der Nacht und das richtige Ritual schafft Vertrauen, Zuversicht. Oder Kinder entwickeln selber Rituale, etwa mit 5 bis 7 Jahren haben sie eine Ritualphase, wo sie nur jeden dritten Stein betreten, damit ihnen kein Unglück passieren kann. Und es gibt einen guten Rhythmus. Ich denke, auch Erwachsene brauchen Ritual, gerade Menschen, die einsam sind, dass der Abend gut zu Ende geht, dass der Morgen gut beginnt, dass sie ja Lust am Leben haben. Aber wie sollen wir, wenn die Rituale so wichtig sind, wie sollen wir am Neuen diesen Ritualen gebrauchen, benutzen? Oder lernen? Ich denke, jeder Mensch hat schon auch Rituale. Und das ist auch wieder in der Kindheit, haben die Kinder spontan Rituale entwickelt. Und wir sollten an diese Rituale wieder drankommen, natürlich auf erwachsene Weise sie üben. Und die Tradition bietet natürlich Rituale an und da können wir probieren, ob die uns helfen. Ich gebe auch Kurse für Rituale, wo Menschen wieder neu ein Gespür dafür bekommen, dass Rituale wichtig sind, aber
Für mich ist auch wichtig, Ihnen zu zeigen, Sie haben schon Rituale. Jeder hat ein Ritual, wie er morgens aufsteht. Und sich das bewusst machen und dann vielleicht ein Stück ändern, dass es mir besser tut, dass ich ein Ritual finde, was für mich stimmig ist. Können Sie einige Beispiele geben? Ja, Sie sagen, ich gebe Kurse über Ritualen und ich spüre, dass es wichtig ist für Menschen. Gut, die erzählen mir, wie sie den Tag beginnen. Viele beginnen, indem sie einen Waldlauf machen oder der eine macht das Fenster auf und hört einfach die Vögel oder spürt die Luft. Das ist ja auch ein Ritual schon. Manche meditieren am Morgen. Das ist das eine, das sie erzählen mit den Ritualen. Und dann üben wir Rituale, zum Beispiel so Versöhnungsrituale. Es ist auch wichtig, dass jeder nochmal aufschreibt, womit bin ich noch nicht versöhnt in meinem Leben, welche Verletzungen fallen mir ein, was ärgert mich an mir selber und dass man das dann aufschreibt und zu einem Knäuel zusammenknüllt und dann in eine Schale wirft mit einem festen Ritual, zum Beispiel mit einer festen Formel, etwa aus dem Philipperbrief: Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, dass ich einfach das Vergangene begraben sein lasse oder dass ich es wirklich begrabe. Oder ich, wenn Menschen in Exerzitien sind, und ich habe das Gefühl, sie kreisen immer um die Vergangenheit. Dann gebe ich ihnen das Ritual, einen ganzen Tag lang auszusuchen, was sind Symbole für die Verletzungen der Kindheit. Und dann sollen sie einen großen Eimer Erde mitbringen und all die Symbole nochmal erzählen, was es bedeutet, und dann begraben und dann Blumensamen drauf säen. Und dann ist das Erinnerungszeichen, ich habe es begraben, ich wühle nicht immer wieder neu herum und auf dem Alten wächst schon etwas Neues. Und können Rituale zu Gott führen. Es gibt heilende Rituale etwa hier, um die Vergangenheit zu bewältigen, aber sonst sind Rituale Erinnerungszeichen, dass Gott da ist, der, wenn ich etwa in der Mittagspause ein paar Minuten einfach nur still bin, kann ich das Alte loslassen und ja, das Gefühl haben, dass Gott da ist, oder eine Gebärde, ein Kreuzzeichen, das mich erinnert, dass ich Gottes Liebe körperlich einritze in meinen Leib und weiß, ich bin ganz und gar geliebt. Dann vergewissere ich mich da körperlich, dass ich geliebt bin. Sie haben ein Buch veröffentlicht über die Spiritualität von unten. Gibt es dann auch eine Spiritualität von oben? Als ich jung war, habe ich mir eine Spiritualität von oben befolgt. Und Spiritualität von oben heißt, ich höre Ideale, ich höre die Worte der Bibel, der kirchlichen Tradition, der Morallehre. Und ich versuche, dieses Ideal zu befolgen. Ich versuche immer freundlicher zu werden, hilfsbereiter, selbstloser. Aber in meiner Krise habe ich eben gemerkt, dass Ideale auch eine Gefahr bedeuten, dass ich mich so identifiziere mit den Idealen, dass ich meine eigene Wirklichkeit verdränge. Und deswegen ist für mich dieser Weg wichtig geworden, wie ihn die alten Mönche auch gehen, dass ich Gottes Stimme in mir höre. Zum Beispiel, wenn ich aggressiv bin, in der Spiritualität von oben würde ich dann sagen, das darf nicht sein, ich muss selbstbeherrscht sein, also Aggression muss ich verdrängen oder ich muss beten, dass ich selbstbeherrscht bin. Die Spiritualität von unten sagt, warum bin ich aggressiv? Aggressionen wollen das Verhältnis von Nähe und Distanz regeln. Vielleicht habe ich andere zu nah an mich dran gelassen. Vielleicht habe ich meine Grenze überschritten. Oder vielleicht stimmt mein Leben nicht. Vielleicht rebelliere ich gegen mein Leben. Und dann frage ich, was will Gott mir sagen in meiner Aggression, in meinem Ärger, in meiner Eifersucht, in meiner Sexualität oder wie auch immer. Also ich frage nach Gottes Stimme und das ist ein Weg in die eigene Wahrheit. Und Gott spricht eben für mich in fünf Bereichen: in Gedanken und Gefühlen, in Leidenschaften, im Traum, im Leib. Manchmal hören wir nicht auf Gottes Stimme und dann reagiert der Leib. Oder die Arbeit: wie gelingt die Arbeit? Wenn alles schief läuft, ist auch ein Zeichen, dass meine Seele nicht stimmt. Und die Beziehungen: wenn ich in den Beziehungen ständig Schwierigkeiten habe, ist es zumindest auch ein Zeichen, ist da etwas in meiner Seele nicht mehr in Ordnung.
Und dann ist es wichtig zu hören, was will Gott mir damit sagen und wie kann ich da etwas verwandeln, wie kann ich damit umgehen. Ist das nicht sehr schwierig, etwas zu verwandeln dann? Gut, ich muss es nicht selber verwandeln, sondern der erste Schritt ist anschauen, sich aussöhnen, dann Gott hinhalten und dann schon manchmal auch Widerstände setzen. Also ein Bild, wenn ich Wasserkraft in Strom verwandeln will, muss ich einen Staudamm bauen und dann kann das Wasser abfließen. Und manchmal muss ich natürlich auch etwas Äußeres tun, ein Ritual oder ein Askese, Verzicht setzen, damit sich etwas wandeln kann. Was halten Sie vom Bild der Stare Zilouan? Halte dein Bewusstsein in der Hölle und verzweifle nicht. Das ist ein schwieriges Wort. Silvan meint da, dass die Hölle einfach in uns selber ist, dass wir auch in uns ja, Abgründe haben, wo all das, was wir sonst mit Hölle bezeichnen, eben in der eigenen Seele ist. Und das anzuschauen, da hinabzusteigen mit Christus. Für mich ist das Bild des Karsamstags wichtig. Christus ist nicht nur gestorben, sondern ist hinabgestiegen in das Grab, das heißt in meine Hölle. Und das heißt, ich steige hinab in all dieses Chaos von verdrängten Emotionen, verdrängten Leidenschaften, verdrängten Bedürfnissen, aber nicht allein, sondern da steigt er mit mir hinunter. Und deswegen brauche ich nicht zu verzweifeln. Und nur dann kann ich aufsteigen zum Leben, wenn ich nichts mit mir herumschleppe. Im Deutschen sagt man, das sind doch ein paar Leichen im Keller. Also da hat man etwas noch nicht angeschaut. Und dieses Bild, dass ich hinabsteige in den Keller, wo all das Tote und Verweste herumliegt. Und das Auferstehungsbild der Ostkirche ist wichtig, weil wo Christus hinabsteigt und das Reich des Toten und alles an der Hand nimmt und wieder zum Leben führt. Das ist für mich so dieses Bild. Was ist das Ziel vom Hinabsteigen? Dass nichts verdrängt wird, dass alles zum Leben kommen kann. Lebendig wird der Mensch nur das, wenn er nichts aufschließt vom Leben. Ich erfahre zum Beispiel oft, dass Menschen sagen, ich spüre Gott nicht. Es ist so leer, ich bete, aber ich spüre nichts. Dann frage ich immer, spüren Sie sich denn selber? Und dann sagen sie, natürlich spüre ich mich, aber sie spüren nur einen ganz bestimmten Teil. Sie spüren ganz vieles nicht, das haben sie ausgeklammert. Ihren Ärger, ihre Aggression, ihre Sexualität, das haben sie alles ausgeklammert. Und nur wenn ich da hinabsteige, kann das auch ja, verwandelt werden. Oder ein Bild: Ich habe eine Schwester begleitet, die eine verantwortungsvolle Stellung in einem Krankenhaus hatte. Und ich habe Einführung in Meditation gegeben und die konnte nur bis hierhin atmen. Es hat jetzt wenig Sinn, dir eine neue Atemtechnik beizubringen, sondern sie muss, der Atem verbindet der Kopf, Herz und Bauch, Denken, Fühlen, Vitalität, Sexualität. Die musste erst das ganze Thema Ärger, Frustration, Enttäuschung bearbeiten. Dann ging der Atem ein bisschen weiter. Dann war das nächste Thema Sexualität, Beziehung. Das musste sie anschauen. Auf einmal ging der Atem weiter und sie hat gefühlt, auf einmal ist geistiges Leben nicht mehr Arbeit neben dem anderen, sondern es strömt in mir. Ich komme an die innere Quelle heran. Aber der Weg zur Quelle war durch den Ärger, durch die Frustration, durch die Sexualität hindurch und nicht an ihr vorbei. Die Amerikaner sprechen ja von Spiritual Bypassing, so spirituelle Abkürzung. Wir möchten am liebsten diesen inneren Raum der Stille, möchten wir alle gern haben. Aber wir kommen eben nur durch die eigene Wahrheit hindurch. Und wenn wir das aufschließen, dann sind wir gespalten und die Spaltung macht immer krank. Oder es fehlt uns an Lebendigkeit. Wir leben unser geistiges Leben nur hier oben, vom Verstand und vom Willen. Und dann wird es irgendwann leer und anstrengend und frustrierend. Sie sagen auch, dass viele Menschen sich nach innerer Ruhe sehnen. Aber es gibt so viel Lärm, Diskotheken und so weiter in unserer heutigen Gesellschaft.
Dieser Lärm ist ja oft ein Zeichen, dass die Menschen die Ruhe eben nicht aushalten können, dass sie sich in den Lärm stürzen, um dort sich vergessen zu können. Aber damit stopfe ich diese innere Unruhe nur zu. Und dann spätestens in der Nacht wird sie wieder aufkommen in Träumen. Viele wachen dann morgens auf mit einem diffusen Gefühl von Unzufriedenheit, wissen nicht, woher es kommt. Der Mensch kann nur angemessen leben, wenn er auch die Stille integriert. Also ohne Stille ist der Mensch immer auf der Flucht vor sich selber. Und ich denke, der Lärm ist ein Zeichen dieser Ruhelosigkeit und der Flucht. Die Unruhe ist einmal ein Zeichen von Flucht und zum anderen ist es ein Zeichen, es ist noch etwas unerledigt. Also Unruhe hat schon auch einen Sinn. Ich muss mal anschauen, warum komme ich nicht zur Ruhe? Was ist das, was mich herumtreibt? Und dann die Frage, vor was laufe ich davon? Was müsste ich mal anpacken? Was müsste ich wirklich anschauen? Das braucht auch eine Einführung in den Weg der Ruhe. Viele möchten zur Ruhe kommen, klagen, dass sie gestresst sind, aber sie machen sich selber Stress, weil sie ständig auf der Flucht sind. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sehnsucht und Sucht? Ja, Sucht ist immer verdrängte Sehnsucht. Sucht hat zwei Aspekte. Einmal ist verdrängte Sehnsucht und zum anderen ist Sucht Mutterersatz. Also eigentlich ist Sucht immer die Sehnsucht nach dem Paradies, nach der Geborgenheit, nach dem Mütterlichen. Und C.G. Jung sagt, jeder Mensch ist fasziniert vom Mütterlichen. Wenn ich die Mutterwurzel abschneide, dann vertrocknet mein Leben. Wenn ich aber zu nah an der Mutter bleibe, dann bleibe ich infantil oder ich gerate in die Sucht. Ich möchte immer das Mütterliche behalten. Also letztlich ist Sucht die Sehnsucht nach dem Paradies und Jung meint, nur wenn ich die Sehnsucht auf ein Symbol lenke, wie Paradies, wie Gott, wie Meditation oder andere Erfahrungen, nur dann wird die Sehnsucht wie die Energie verwandelt und dann kann Sucht wieder in Sehnsucht verwandelt werden. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wieder mit unserer Sehnsucht in Berührung zu kommen. Manche meinen, in unserer postmodernen Zeit sei keine Sehnsucht da, man braucht nur die Werbung anschauen. Die arbeitet ja mit Sehnsucht, mit religiöser Sehnsucht. Aber die Alkoholiker sind dann alle religiöse Menschen, Menschen, die sich sehnen nach Gott. Im tiefsten schon. Es gibt ja ein Buch von Christina Grof, die auch Psychologin ist und Alkoholikerin wurde, die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Und sie sagt, ihr ganzes Leben ist sie von dieser Sehnsucht geprägt worden und nur hat sie dann eben, weil sie es nicht ausgehalten hat, ertränkt im Alkohol. Und nur als sie wieder mit der Sehnsucht in Berührung kam, ist sie heil geworden. Natürlich gibt es auch beide Wege. Sucht braucht Disziplin, das ist wie der Staudamm, also wie der Staudamm, dass sich das Wasser verwandelt. So braucht Sucht Disziplin, damit sie sich verwandeln kann in Sehnsucht. Aber nur mit Disziplin kann ich Sucht nicht heilen, sondern ich muss an die tiefste Sehnsucht herankommen. Und die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit. Und wie kann ich diese Sehnsucht wieder spüren? Die Musik ist zum Beispiel ein wichtiger Ort, Sehnsucht wahrzunehmen. Musik ist immer von Sehnsucht geprägt. Wenn Sie die langsamen Sätze bei Mozart oder Bach hören, das ist voller Sehnsucht. Martin Heidegger sagte einmal, Schauen führt in die Freiheit und Hören in die Geborgenheit. Also wenn ich Musik so höre, dass ich darin wohnen kann, dann ist es wie eine Geborgenheit. Und wenn ich in diesem Raum höre, dann spüre ich, da ist Sucht verwandelt. Ja, dann brauche ich keine Sucht mehr. Dann bin ich im Hören erfahre ich dann die Geborgenheit, die ich in der Sucht eigentlich möchte. Es gibt heute ein Euthanasiegesetz in den Niederlanden. Was halten Sie davon? Für mich ist das ein sehr gefährliches Gesetz, denn der Tod
steht nicht in unserer Verfügung. Der Tod ist das, was uns erwartet, aber das wir nicht selber wählen können. Natürlich ist es sinnvoll, nicht ständig das Sterben zu verlängern, herauszuschieben und mit allen Mitteln das Leben zu verlängern, aber den Tod selbst herbeiführen, das steht nicht in unserer Hand. Und ich überspringe ganz wichtige Prozesse, ich überspringe Prozesse der Reifwerdung, der inneren Verwandlung, des Abschiednehmens. Ja, und ich kann mich ja dann nicht fallen lassen im Tod, in Gott hinein, sondern wenn ich ihn selber herbeiführe, setze ich ein Ende. Aber es ist dann ein Ende, aber kein Hinübergehen in ein anderes. Also es ist vom Psychologischen her kann mich hineinfallen lassen in Gottes Hand. Aber welche Prozesse überspringen wir? Zum Beispiel, wenn wir uns verabschiedet haben, kann man den Tod bitten oder nicht? Wir meinen, wir hätten uns verabschiedet, aber das ist dann oft ein sehr kurzer Abschied. Der Abschied, ich habe das beim Sterben meiner Mutter gemerkt, das war auch über ein Jahr lang, eineinhalb Jahr, die Phasen waren alle wichtig. Dieses Abschied nehmen, dass sie auch selber schwächer wird, ihre Schwäche zulässt, dass sie vieles loslässt, dass sie nicht ja, als die Starke stirbt, sondern auch ihre Grenze. Mir hat ein junger Mann erzählt, dessen Familie sehr zerstritten war und der Vater dann auch lange im Sterbeprozess war. Und am Sterbebett hat sich die Familie versöhnt. Das war auch ein langer Weg. Wir meinen, ja, jetzt kommt das Sterben, nehmen wir schnell Abschied und wir meinen, wir können das in zwei Tagen jetzt machen. Das ist noch kein Abschiedsprozess, das ist ein Überspringen, ein bewusstes, wir meinen, wir können uns so verabschieden, wie man von einer Party geht. Das geht so nicht. Warum nicht? Weil es ein langer Prozess ist beim Sterbenden selber, der vieles lassen muss. Und ja, der seine Stärke lassen muss, seine eigene alles in der Hand haben zu wollen und bei denen, die ihn begleiten. Das braucht auch Zeit, bis man sich aussöhnt. Das braucht Zeit. Und Tod ist etwas Geheimnisvolles. Und das auch jetzt zu machen, das ist für mich eine gefährliche Situation. Ich möchte alles manipulieren, auch das Geheimnis noch manipulieren. Ich habe in einem Beerdigungsinstitut einen Trauerkurs gehalten und der Mann, der dieses Institut leitet, sagt, für ihn ist der Tod der größte Gottesbeweis. Er hat so viele Menschen sterben gesehen und da leuchtet was auf. Aber wenn ich das Sterben mache, ich kann das Aufleuchten nicht herbeiführen durch ein selbstgemachtes Sterben. Aber das Leiden kann auch künstlich verlängert werden. Ja, da ist sicher der richtige Aspekt, dass ich menschenwürdig sterbe, das Leben nicht um jeden Preis verlängere. Und wenn jemand sterben will, ich muss ihn nicht noch künstlich ernähren. Und es gibt dann auch die Entscheidung, es ist jetzt genug. Meine Mutter hat irgendwann auch, sie hat gekämpft, aber dann ist es jetzt reicht's, jetzt möchte sie sterben. Aber das kann ich da nicht machen. Das dauerte immer noch ein paar Tage. Aber ich habe erlebt bei vielen Menschen, die dann bereit waren, jetzt möchten sie sterben, dass es dann irgendwann auch geschehen ist. Aber nicht sofort, es braucht dann immer noch eine Läuterung. Für mich hängt die Frage der Euthanasie auch damit zusammen, wie gehen wir überhaupt mit Leid um? Verdrängen wir das Leid? Ist Leid eine Zumutung für den Menschen? Natürlich sollten wir nicht Leid verlängern, aber wir können auch das Leid nicht aus der Welt schaffen. C.G. Jung hat kurz vor seinem Tod mit einem evangelischen Theologen darüber gesprochen. Er war vorher in Indien und sagt, alles liegt an der Frage, ob das Leben des Menschen gelingt, wie wir mit dem Leid umgehen. Und er meint, im Osten geht man mit dem Leid um, indem man die Berührung mit der Welt aufgibt, weil die Berührung die Ursache des Leids ist. Im Westen versuchen wir, dem Leid aus dem Weg zu gehen durch Drogen, durch Medikamente, durch Aktivität, wir decken es zu. Und er meint,
Das Leid überwinden wir nur, wenn wir durch es hindurchgehen. Und dann meint er, das lernen wir von ihm, und er weist auf das Kreuz, das in seinem Arbeitszimmer hängt. Wir haben als Christen natürlich oft das Leid verherrlicht. Es gab masochistische Tendenzen im Christentum. Das ist sicher eine Fehlform und dagegen müssen wir uns auch wehren. Aber wir können auch nicht die Leidvergessenheit und die Leidverdrängung gutheißen. Für mich ist also die Grundfrage, wie gehe ich damit um? Ist alles Leid sofort eine Zumutung und ich mache mich dann aus dem Staub? Oder gehe ich durch es hindurch und reife zum wirklichen Menschsein? Also für mich ist die Frage auch die Frage nach der Kultur des Menschen. Haben wir noch eine menschliche Kultur, wo der Mensch reifen kann? Oder haben wir eine Machbarkeitsphilosophie und damit wird für mich der Mensch arm? Es fehlt das Geheimnis, es fehlt die Tiefe, es fehlt, ja, die Griechen sagen, Mathos durch Pathos, Wissenschaft durch Leiden. Also, oder von Jesus heißt es, er hat im Leiden Gehorsam gelernt, er hat im Leiden gelernt, was Menschsein heißt. Und wenn ich das überspringe, überspringe ich meine Menschwerdung. Ich wollte noch etwas fragen. Was halten Sie von der Reinkarnationslehre? Das ist für mich keine anziehende Lehre, weil sie so typisch vom westlichen Leistungsdenken her ist, nochmal anfangen, weil ich nochmal mehr verwirklichen will. Und ist auch typisch westlich, nie das Endgültige zu lassen. Also nochmal meinen, könne nochmal anfangen. Ich nehme jede religiöse Tradition ernst. Also ich nehme die Reinkarnation im Buddhismus und Hinduismus ernst als Anfrage, wie können wir darauf antworten. Im Buddhismus, die glauben ja auch nicht an eine persönliche Reinkarnation, sondern die Buddhisten sagen, das Karma kommt an den Muttermund. Und das heißt, der Verstorbene hat eine Auswirkung auf die Lebenden. Und das ist durchaus eine Lehre, die wir auch akzeptieren können und über die wir nachdenken müssen. Im Hinduismus ist das größte Problem die Läuterung und die Frage, weil Gott der ganz andere ist, der Mensch ist hier noch nicht geläutert, also wie kann er Gott schauen, eins werden? Und wir glauben halt, dass diese Läuterung in der Liebe Gottes geschieht, dass die Liebe Gottes uns läutert und dass wir nicht mehr nochmal alles abzahlen müssen und selber läutern müssen. Also ich denke, natürlich absolute Gewissheit hat keiner. Deswegen sind auch diese Modelle entstanden, aber ich als Christ glaube an die Auferstehung und das ist für mich ein menschliches Modell und das, worauf ich meine Hoffnung setze. Aber was heißt das, Auferstehung mit der Leib und Geist? Ja, dass wir im Tod zu Gott kommen und mit Leib und Seele auferstehen, heißt eben nicht, natürlich wird dieser Leib verwesen und anders, aber Leib heißt ja alle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unsere tiefsten Erfahrungen gehen über den Leib. Liebe geht über den Leib. Freude geht über den Leib. Eine spirituelle Erfahrung geht über den Leib. Dass all diese Erfahrungen zu Gott kommen, dass wir als Menschen, als die Person, als dieser einmalige Mensch zu Gott kommen. Das meint Leib. Nicht, dass wir jetzt so genau so sind wie jetzt. Es ist eine Verwandlung. Wir können es uns letztlich nicht vorstellen, aber dass wir mit Leib und Seele auferstehen meint eben dieses, dass der Leib eine wichtige Dimension unseres Personenseins ist. Ist unsere Gesellschaft kulturlos geworden? Es gibt kulturlose Tendenzen in unserer Gesellschaft, wo der Mensch manipuliert wird, wo alles machbar ist. Kultur hat immer etwas mit Pflege zu tun, mit Achtung, mit Behutsamkeit, mit Geheimnis, auch mit Eros, mit dem Leben, das nicht in den Griff gekommen ist, sondern das nur dargestellt werden kann. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir unsere Kultur nicht verraten.
kann die Kirche oder Religion eine Rolle spielen? Für mich hat die Kirche und jede Religion eine ganz wichtige Rolle in unserer heutigen Gesellschaft. Einmal, dass sie eine Kunst der gesunden Lebenskultur verkündet und vorlebt. Also christliches Leben heißt für mich immer auch gesundes Leben, Lebenskultur. Was tut dem Menschen wirklich gut, wo er Lust hat am Leben, wo er die Fülle des Lebens leben kann. Das Zweite ist, dass unsere Gesellschaft die spirituelle Dimension braucht, um überleben zu können. Wenn wir nur um Geld und Karriere und das Machbare kreisen, wird es ein gnadenloser Verteilungskampf, Ungerechtigkeit, Habsucht. Also wir brauchen, um menschlich miteinander leben zu können, brauchen wir ein Ziel über den Menschen. Brauchen wir etwas, was uns übersteigt. Und das ist für mich wichtig, wie können wir die Leere unserer Zeit überwinden. Und ich erlebe immer wieder ganz viele Menschen auf der Suche nach Sinn, nach Orientierung. Sie suchen nach Orientierung, sie suchen, dass das eine andere Dimension geben kann. Der Mensch ist ja heute religiös. Die Esoterik ist ja auch die große Bewegung, die zeigt, dass das Religiöse eine Ursehnsucht im Menschen ist. Und wir im Christentum haben leider auf die spirituelle Sehnsucht zu wenig geantwortet. Aber das wäre für mich ein wichtiger Weg, dass der Mensch zur Ruhe findet, sein Maß findet, dass er wieder Freude am Leben findet. Ich denke, es gibt ja auch in unserer Zeit so pessimistische Tendenzen, wehleidige Tendenzen, wo das man immer nur klagt und jammert und anklagt und letztlich ist da so eine Ahnung, irgendjemand muss das Leben richten. Wenn es Gott nicht ist, dann ist es der Staat, dann ist es die Kirche oder sonst was. Und über sich hinauszuschauen, das Maß des Menschen, der noch staunen kann, der ja weiß, dass er angewiesen ist auf Gott, das ist für mich eine heilsame Botschaft für die Menschen heute. Eine letzte Frage. Haben Sie noch einen Traum? Ich habe schon den Traum von Menschen aller Religionen, die gemeinsam ihre Erfahrungen miteinander teilen, die nicht rechthaberisch und besserwisserisch miteinander umgehen, sondern die auf der Suche sind nach einem Weg, nach einem neuen Miteinander. Die Kommunikation miteinander ist für mich auch ein ganz wichtiger Weg. Wie finden wir zu einem Miteinander? Und das ist für mich einfach der Weg, die Würde des Menschen zu achten, das Geheimnis des Menschen zu achten, Gott im Menschen zu entdecken. Das ist ja für mich gerade die christliche Botschaft, Inkarnation, Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes. Das ist so der Traum, gemeinsam das Leben feiern, gemeinsam auf der Suche sein nach dem Geheimnis, das uns alle übersteigt. Gemeinsam auf der Suche sein. Pater Anselm Grün, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.